Vor 25 Jahren, am 2. Oktober 1989, demonstrierten in Leipzig rund 20.000 Menschen. Es war nicht die erste, aber die bis dahin größte Montagsdemonstration. Eine Woche später beteiligten sich bereits 70.000 Menschen. Demonstrationen gab es aber nicht nur in den großen Städten. Die friedliche Revolution hatte eine breite Basis. Sie fand überall statt, auch in den kleinsten Orten. Am Ende triumphierten der Mut der Menschen und ihr Freiheitswille über die Diktatur. Der Ruf »Wir sind das Volk« wurde zum Synonym für die friedliche Revolution. Am 3. Oktober 1990 erhielt Deutschland eine zweite unverhoffte Chance. Und es hat diese Chance genutzt. Heute können wir stolz auf das Erreichte zurückblicken. Die Fortschritte in den vergangenen 24 Jahren sind offensichtlich. Es gibt nahezu gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland. Sachsen-Anhalt gehörte vor 1989 zu den Regionen Europas mit der stärksten Umweltverschmutzung. Bei der Bewältigung dieser Hinterlassenschaften sind wir weit vorangekommen. Unsere Innenstädte wurden saniert, moderne Infrastrukturen entstanden und international konkurrenzfähige Unternehmen siedelten sich an. Unsere Wirtschaft steht auf einem soliden Fundament. Aber die Zukunft stellt uns auch vor große Herausforderungen. Im Jahr 2019 läuft der Solidarpakt aus. Bis dahin muss Sachsen-Anhalt finanziell auf eigenen Füßen stehen. Ich denke an die demografische Entwicklung oder die Sicherung des Fachkräfteangebots. Es muss über neue Formen des bürgerschaftlichen Engagements nachgedacht werden. Ehrenamtliches Engagement ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt von größter Bedeutung. Der Staat kann nicht auf alle offenen Fragen Antworten geben. In Sachsen-Anhalt haben wir auf diese Herausforderung schon vor längerer Zeit reagiert. Wir sind auf einem guten Weg und können zuversichtlich in die Zukunft blicken. Gemeinsam haben wir in den vergangenen 24 Jahren viel erreicht. Wir haben eindrucksvoll gezeigt, was wir leisten und schaffen können. Und deshalb haben wir allen Grund, den Tag der Deutschen Einheit fröhlich und ausgelassen zu feiern. An vielen Orten in Sachsen-Anhalt finden am 3. Oktober Einheitsfeiern statt. Die zentralen Feierlichkeiten richtet in diesem Jahr das Land Niedersachsen aus. Sie stehen unter dem Motto »Vereint in Vielfalt«. Auch Sachsen-Anhalt präsentiert sich in Hannover mit einem eigenen Länderzelt auf der Ländermeile als selbstbewusstes, weltoffenes und innovatives Bundesland.